Wir haben hier eine Tierlist mit tausenden Rappern gefühlt. Vorher, bevor wir anfangen, ja. Prime, gehen wir von der Prime von der Person aus? Oder jetzt? Genau, also sagen wir mal, da wo der Aktienwert von der Person am höchsten war, ne? Ja. Der Peak, ja. Gehen wir auf Musik und ja. Skills? Ja. Oder nehmen wir auch die Person, also ist die Persönlichkeit von der Person auch, spielt die auch ein Faktor? Mm. Als Beispiel... Leute sagen, die meisten sagen Peak. Ja, würde ich auch okay. sagen. Also Prime. Musik, ne? Ja. Ja. Nur Musik. Okay, wir bewerten nur Musik. Wenn der jetzt so irgendwie einen fetten Skandal hat, dann scheißen wir drauf. Wir sagen, okay. seine oder wenn beste er einen fetten Musik. Film gedreht hat oder so, dass du sagst, oh, der genau. ist auch noch ein Filmstar nebenbei. Ah, okay, ja. Weißt du? Okay, gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit 50 Cent. Kann auf jeden Fall nicht schlechter als A sein. Ja, ja, safe. Aber S wäre crazy, oder? Ey, Bruder, mach ihn nicht klein. Wenn er musikalisch nicht relevant ist, ne, ja. ist er halt so, Bruder, er macht einen Tweet so und fickt Karrieren so quasi. Ja, ja. Was er hat, ne, was ja. man ihm nicht abstreiten kann, ja, egal wenn du jetzt hier in die S-Kategorie reintun würdest. Ja, ja. Er hat ein Album, Get Rich or Die Tryin', das ja. ist in einem Atemzug zu nennen mit All Eyes on Me, mhm. mit Doggy Style, mit dem B.I.G.-Album. Safe. Die ja. Sachen sind sogar für mich viel zu alt, aber als das rauskam, 2005, ne? Oder ja. war ich 7? Ja. So. Und ich hör jetzt noch Get Rich or Die Tryin' und die anderen Alben, die du genannt hast, nicht. Also danach hat er, ich muss auch sagen, danach ist er auch so, hat er auch einen musikalischen Absturz gehabt, ja. so gefühlt, ne? Ja. Aber diese Zeit, die er hatte, da war er prime. Ja. Also ich würde auch sagen, 50 Cent ist S. S, ja, komm. Ja, Mann. Okay, gut. Wer ist das? Ist das 2 Chainz? Ja, das ist 2 Chainz. 2 Chainz? Ja, würde ich sagen. Okay, also ich muss sagen, mit seiner Musik also, bin ich nie so krass. 2 Chainz C. Ist höher schafft als C, ne? Dann weiß ich nicht, woher. Ich hätte niedriger als meinst C gesagt. Du? Der hat aber auch schon so 2-3 Banger. Okay, was mir gerade einfällt, wäre jetzt so... Virgil Discount war so ein Song, wo der alleine drauf... Nee, ist nicht mal alleine. Oh, ja. So, hat er sehr wenig alleine. Er hat einen Song mit Kanye gehabt, ne? Welcher Song war das? Big... Dieses Birthday? Ja, Birthday. Ja. Was hat er noch? Stimmt, jetzt... Was sagt ihr? Ja, komm. Leute sagen E, D. D ist crazy. D, D würde ich sagen. Was sagst du? Ja, Bruder, D. Wir müssen halt später überall wen haben, ne? Ja, ja. D. Okay, wir machen erstmal auf D. Ja. Vielleicht später Doppel-D. 21 Savage. Ich habe eine sehr festgefahrene Meinung. Deswegen sagt erst eure. Okay, ich würde sagen, oder auch eigentlich Max B. Max? Nein. Ja, aber es geht ja um 50s Prime und 21 Savage's Prime. Jetzt und ist jetzt gerade? Natürlich, du kannst. Ja, jetzt gerade ist 21 Savage Prime und natürlich kannst du die Legacy von 50 Cent nicht mit der Legacy von 21 Savage vergleichen, aber es geht ja nur um den Sound. Ey, Bruder, guck mal, er ist viel mehr Nische, ne? Da müssen wir uns erstmal im Klaren sein. Ja. Ne? Der wird jetzt nicht ein Song wie This Is Out oder Candy Shop oder. Ja. Weiß ich nicht was. So. Okay, aber Bank Account? Ja, war ist auch viral. War auch viral. Ja, ist trotzdem Nische, Bruder. Ja, okay. Also so, es ist kein Hit, weißt du, so, es ist so ein Atlanta-Hit. Hier, stimmt, Leute sagen Rockstar mit Links. Ja, aber ist das jetzt Post Malone seine Eier oder 21 Savage? Guck mal, ich finde immer, wenn 21 Savage auf einen Song draufkommt, macht das den Song liefert automatisch viel. Ja. Der liefert immer ab. Mhm. Stärker als auf seinen eigenen Songs sogar. Ja, Mann. Ah, ich tue mich schwer damit. Ich sag, ich war noch in London auf seinem Konzert. Mhm. Ich habe auch, als ich in Atlanta mal in den Patchwork Studios gearbeitet habe, da habe ich mich sehr intensiv auch mit seiner Mucke auseinandergesetzt, weil der Engineer, den wir hatten, der hat mit ihm zusammengearbeitet gehabt und er meinte so, ey, sind alle cool hier, außer mit 21 Savage arbeite ich nicht mehr. Und dann meinte ich so, warum? Ja, er meinte so, wir sind in Atlanta, jeder hat eine Knarre dabei, ist kein Problem, aber der kommt immer mit 2-3 Maschinengewehren ins Okay. Und wenn die feiern, so, die haben die Maschinengewehre in der Hand und er meinte so, jeder hat Angst, einfach nur das gleiche Schutz sich nimmt. Fuck. Okay. Und in der Phase habe ich mich sehr viel mit ihm auseinandergesetzt, auch so die Sachen, die er mit Metro gemacht hat. Ne? Also so Drake-Album. Drake-Album mit 21 Savage, Collab-Album. Aber ich besser wer hat gecarried? Wer hat das Ding gecarried? Ich finde 50-50. Oh, ja. Nein. B. Wir machen bei B gut. Okay, B bist du. Okay. Okay, Tupac. Ja, S, Bruder. Also ich mach den auf A, das ist crazy. Bruder, gar keine Diskussion, direkt S. Okay. Also wenn es noch eins über S geben Zeit, würde, deswegen, ich meine nicht auch gehört, nicht. Ich, kann's meine nicht. Auch ich sag dir, was bei ihm halt krass ist. Ja. Ne? Es war halt meine Zeit, ne? Und ich sag euch das, es gibt Leute, die nicht mal Hip-Hop-Fans sind, die Fan von ihm sind, ja, okay. Der hat so diesen Che Guevara-Touch. Okay, aber wir haben ja gesagt, wir scheißen auf Legacy, wir scheißen auf Fans. Wir hören nur um seine Musik.
So klar hat er viel Hip-Hop gemacht, aber seine Musik alleine. Der hat ein Album. In dieser Reihe gibt es vielleicht 5-6 Alben. Okay, dann ist fair S. Ich kann nicht mitreden. S. Ich bin, ja. Okay. Dings Boogie with a Hoodie. Komm auch auf D. Ey, seid schon echt fair so, ne? Okay, A$AP Ferg, Prime. Prime kann man sagen, hat er schon abgerissen. Jetzt ist nicht mehr so. Bruder, ich bin dir ehrlich, für mich musikalisch, ne? Er hat mehr Hits als A$AP Rocky. Klar, Bruder. Ja? Klar, oder? Nee, würde ich so nicht sagen. Ich habe drei Hits. Bro, der hat Goldie, der hat Peso, der hat Purple Swag. Ist Peso ein Hit, Bruder? Ich finde es schon. Also für mich ist das ein Hit. Ja, für dich. Für mich. Ja. So, also was ich jetzt anmache. Aber warum? Canals. Ja. So. Wir haben Canal Street, wir haben hier I Came, I Saw. Neben 2 Chainz sehe ich auch. Komm. Also ich würde sogar sagen höher als 2 Chainz. Diese drei hätte ich gesagt, eins runter und dann ist er alleine auf C. Aber, nein, so ist gut, okay. Okay. Mach schon. Okay. Ja, Bad. Ach ne, A$AP Rocky jetzt. Okay. Ja, A$AP Rocky würde ich auf B setzen. B, ja. Okay. Komplett fair. Jetzt rein mein Geschmack würde ich sogar auf 21 Savage über A$AP Rocky setzen. Krass. Weil ich finde, dass 21 Savage Musik macht, die mich ein bisschen mehr anspricht als A$AP Rocky. Ohne jetzt die Legacy von ihm kaputt drehen zu wollen. Nur musikalisch. Ich bin bei dir, mein Bruder. Okay. Also ich würde das supporten. Bad Bunny. Feier ich nicht. Walla, eh meint einer. Nein, Bruder. Ich finde. Also Bad Bunny musst du auf A tun. Was? Musst du jetzt von diesen. Nein. Hast du mehr Bad Bunny als 21 Savage? Ich höre Bad Bunny gar nicht. Ja, okay. Das steht ja auch unsere Meinung. Ach so, okay. Ja, dann Bruder, tu den auf F. Von mir aus. E auf korrekt. Ein paar Dinge habe ich mir schon gegeben. Also ja? Tu den auf D oder E? Auf D dann. Bad Baby. Ey, Bruder, Gucci Flipflops habe ich auf jeden Fall gehört. Ja? Ich habe keinen Song von der jemals gehört. Doch. Bruder, die kann für einen Song jetzt nicht weiter als E. Ja, das E, ja. Wenn du einen Song von ihr gehört hast und sonst ihre ganze Legacy. Ja, ja gut, wir kümmern uns um Legacy. Bruder, was für eine Legacy. Ja. Die macht halt. Wir brauchen einen Anfang und einen Ende. Wenn irgendwer kommt, der schlechter ist als sie, können wir sie immer noch auf E packen. Und dann Nein, jetzt kommt die größte Diskussion zwischen mir und Jam. Okay. Big Sean. Ey, Bruder, wenn du ihn jetzt unter C packst, ne? Lass mich mal. Kennst du Lil Bow Wow? Bist du aus der Zeit? Lil Bow Wow, yippie. Ja, ja. Bist du aus der Zeit? Ja, das lief halt, als ich ein Kind war, auf MTV so. Okay, eine Frage. War der für dich big, als der noch klein war? War der größer als Big Sean? Zu der Zeit als Big Sean? Nein, nicht größer. Hatte der mehr Impact? Bruder, dreh doch die Frage nicht. Es geht doch gar nicht um Impact. Big Sean oder Lil Bow Wow? Ganz einfache Frage. Big Sean. Ja, Bruder. Na, Lil Bow, ich habe einmal Lil Bow gesehen, mein Bruder. Ey, er hat einmal Lil Bow gesehen. Bitte, Big Sean. Bleib bei der Sache. Okay, aber es geht ja jetzt gar nicht um das Battle, sondern wo ranken wir den? C sehe ich hier, würde ich auch noch sagen, B oder C, 100. Ja, dann lass auf C packen, das ist für alle fein. Ja, Big Sean, ey, ich finde, es gibt wenige Rapper, die so krass auf den Beat kleben wie er. Er ist wirklich halt ein Krass. Ich finde, seine Stimme ist nicht so angenehm, seine Klangfarbe. Ja. Ja, er hat schon eine prägnante Stimme. Ja. Biggie. Nicht Legacy, ne? Musik. Er ist auch ein besserer Rapper als Pac, Bruder. Okay, also würdest du sagen Pac auf A, oder was? Weil wenn die nicht gleich finden, ja. Habt ihr jetzt gerade gesagt, Tupac ist unter Biggie? Krass, Alter, diese Newcomer, ey. Bruder, wenn es um meinen Geschmack geht, ist Tupac unter Biggie, ja. Echt? 100%. Wow. Bruder, Cardi B. Cardi B? Das sieht aus wie Katy Perry, Alter. Ja. Das ist Cardi B. Das war, wo die noch richtig ich in hör, der Hund war. Ja, ich höre die jetzt nicht, aber ich finde, die macht valid Musik. Mm-hmm. So, die 21-Features waren gut, aber halt, weil 21 drauf war. So. Ja, Bruder. Würdest du jetzt so ein pur Cardi B-Lied anmachen? Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Max C, aber eigentlich D in meinen Augen. Mm. Nein, Bruder, die kommt auf C. Safe. Ja? Ja, Mann. Es geht nicht um Lake. Okay, wo ist Nicki Minaj? Nicki Minaj ist drüber, B. Ja? Okay. Gut. Da bin ich gespannt. Chief Keef? Chief Keef. Ja, komm, Chief Keef, komm. B. Ich hätte sogar gesagt A? Ja, so A oder B? Nein, sag dir. Nein, B. Bruder, nein. Das ist zu nische, mein Bruder. Ja, finde ich auch. Das muss auf B. Aber der hat auch Hits. Er ist eine Legende, darüber brauchen wir nicht zu reden. Ja, okay, stimmt. Wir reden ja nur über Legenden. Er hatte auch Hits, aber Bruder, so A$AP Ferg hatte auch Hits, aber den haben wir auf C gepackt. Ja, okay, stimmt. Boah, Denzel Curry, Bruder, mach mal ganz schnell auf E. Ja, ich bin für E. Denzel Curry. Oder ein Song, zwei Songs, Max. Ja, ich finde auch, also ich höre den auch nicht. Ich enthalte mich, ich habe gar keine Meinung. Dings. Oh, Designer. Seine Prime war krass. Oh, seine Prime. Aber der ist so fell off, aber seine Prime war krass. Bruder, guck mal, jetzt ist krass, ne? Weil wenn du ihn jetzt auf D tust, ne? Weil seine Prime krass war, geht dann kannst du nicht mit Bad Bunny auf einen Dings tun, Bruder. Ja, aber es geht ja um unseren Geschmack von deren Musik's Prime. Tu den mal auf.
Guck mal, das muss man halt aber auch sagen. Aber der Hit, ne? Den der hatte, ist für uns krasser als jeder Bad Bunny Hit. Ja. Aber du musst schon ein bisschen auch gucken, ne? So, ob einer ein One-Hit-Wonder ist. Ne? Oder ob einer auch so ein geiles Album abgeliefert hat. Gut, ja, Mann. Ja. Gut. Okay, Drake. S. Ich würde auch S sagen. Hä? Bruder, das ist gar keine Diskussion. Wird? Bruder, das ist S. Ja, okay, hätte ja sagen, du wirst es gerade so, als ob. S. Oh. Nein, nein. Einmal S. Nein. Eminem. Boah, ich bin. Ich sage nix. S. Ich sage auch nix. Na. S. Ey, Bruder, willst du mich verarschen? Nein. S. Ey, Walla, ne? Ich lasse nicht zu, dass Eminem. Es geht nicht um seine Größe. Nein, es geht um seine Musik. Auf gar keinen Fall. Der kann krass, wirklich ganz krass Double Time. Der hat auch bestimmt coole Texte und coole Reime und so. Ich höre es nicht. Ey, guck mal, weißt du, was das Problem ist? Man merkt einfach, ne, dass jetzt hier einfach so ein Generation-Clash ist. Ja. Ihr bewertet ihn an seinen letzten Sachen, ich bewerte ihn an seinen ersten Sachen. Nein, ja. Und in seinen Dingen. Und dieser Dido-Song ist krass. Guck mal, ich sag euch eine Sache, wo Eminem reingekommen ist in Hip-Hop, da war Hip-Hop. Hip-Hop selber war noch Nische. Ja, aber das ist Legacy. So, und er hat das hochgetragen. Ja, was heißt das Legacy, Bruder? Okay, dann lass ihn auf A machen. Ja. Und dann auf S ist zu viel. Ja, dann können wir morgen alle... Bruder, meine Stimme ist für S und der Chat weiß auch, dass es S ist. Bruder, Alter, mein Kopf hat das immer noch nicht verarbeitet, dass Eminem auf A ist. Doch, doch, da gehört er hin. Das hat das immer noch nicht verarbeitet. Ich bin immer noch da. Leute, ihr habt gesehen, ich gebe mein Bestes hier, aber es ist hier 2 gegen 1. Komm, wir packen Eminem auf A. So. Danke schön. Seelenfrieden. Ja, Fatty Web, wir packen wir jetzt hin. C. Seine Prime. C. Eigentlich B, aber B ist, glaube ich, zu viel. Jetzt French Montana. Aber auch D? An Mucke. D? D. Ja, ja, ja. Muss man schon. Weil der hat schon ein paar so Hits. Ja, ja. Muss man schon. Nee. Hat er einen Hit alleine? Nein. Das ist ja das, worüber sich die Leute bei ihm immer lustig machen. Auf gar keinen Fall hat er einen Hit alleine. Zumal, ich weiß noch, wo der ganz frisch war. Also der kam erstmal. Der hat DVDs gemacht früher in New York. Der hat so erst DVDs gemacht und dann hat er Mixtapes gemacht. Genau, diese Cowboys-Zeiten. Mhm. Damals war das auch wirklich noch nice so. Und irgendwann hatte man das Gefühl, der wird immer mehr zur Industry-Plant. So. Future A. Du findest Eminems nur Musik besser als Futures Musik? Das geht nicht. Hey Bruder, reden wir über jetzt gerade? Nein, deren beiden Prime. Ich tue Future S, ganz klar. Ich würde auch Future, wenn ein Drake auf S ist. Ich tue Future S. Und ein Eminem auf S ist, würde ich auch Future auf S packen. Aber? Es geht nur um deren Prime Musik, nicht um die Legacy. Wo macht man die Finde ich nicht so schlimm, kann ich mich mit arrangieren. Mhm. Finde ich nicht so schlimm, wie wenn du jetzt Eminem auf A tust zum Beispiel. Krass. Also krass. Du kannst Future gerne auf S tun. Und was mit Young Thug? Wo macht man dann Young Thug? Ich finde, das ist aber sehr inflationär gerade, das S. Wir haben die meisten Leute in S. Ja. Bruder, ey, du kannst nicht Eminem... Weil wir es allen recht machen wollen. Also Eminem hat alle Rekorde. Guck mal. Es gibt nicht einen Rekorde. Ja, okay, Bruder. Worum geht's denn, Bruder? Wenn es nicht um Zahlen geht... Um deinen Musikgeschmack. Okay, ja. Es ist so... G-Eazy jetzt. G-Eazy ist crazy. Auf jeden Fall. E. Auch. Der hat auch ein, zwei Hits gehabt. Ja, ein, zwei Hits. Aber mit ein, zwei Hits... Reicht doch, oder? Ja, ja. Oder er kann es nicht mit Bad Baby. Ist ein, zwei Hits nicht dann auch wie French Montana? Nein, der ist nein, kein French Montana. Ja, ja, 100%. So, Gunner. A. Ist für mich A. Ja? Ja. Okay, gut. Ich dachte, jetzt wird es hier eine lange Diskussion geben. Nein, guck mal, Bruder. Weißt du, was ich jetzt hier nur ein Problem habe? Ja. Bei 50 Cent, ne? Der hat ein Album, Get Rich or Die Trying. Ja. Bei Biggie, Ready to Die. Bei Tupac, All Eyes on Me. Jetzt kommt's. Ne? Bei Drake würde ich Take Care noch sagen, ne? Aber ist Take Care so groß wie diese drei Alben davor? Es geht nicht um die Größe. Pause. Okay, aber ein Gunner, Bro, der hat so viele Alben, die no skip sind. Ja, Mann. Du hast Wanna, ist krank. Dripper Drown 2 ist krass. Drip Harder ist auch cool. Drip Season 3 ist krass. Das sind richtige Mixtapes, ja. Nein, Bruder. DS der Forever Alben, krass. Ich schwöre, der muss Alben. Bro, Gunner hat so viele. Okay, Gunner auf A. Ich hätte Gunner sogar auf S gepackt, wenn es nach meinem Geschmack ist. Obwohl, Bruder, Future und Gunner, es nimmt sich jetzt auch nicht. Ich höre mehr so Gunner als Future. Ja, aber Future ist schon deren Papa, Bruder. Muss man okay, sagen. Aber es geht ja nicht, wie gesagt. Und worum geht's denn, mein Bruder? Hörst du mehr Gunner oder hörst du mehr Future? Kommt drauf an. Also hättest du mich jetzt von einem halben Jahr... Ich widerspreche mir selber. Ich widerspreche mir nicht. Ich sag die ganze Zeit, es geht nur um die Musik und nicht um den Künstler. Und ich höre einfach, Gunner ist so mäßig, ich höre am meisten wahrscheinlich Gunner. Mit Drake vielleicht schon mal. Ja. Okay, aber... Also bei mir ist es wahrscheinlich auch
Gunna, Future, Drake, keine Ahnung, jetzt hier gerade, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt tagtäglich Tupac höre noch. Okay. Oder Biggie höre oder 50 oder Eminem. Oder Eminem. Aber wenn wir das jetzt raten, ne, ja, ja, okay, und ich mich zurück katapultiere, ja, okay, in der Zeit so, ja, okay, dann hat mich zum Beispiel ein Tupac ganz anders mitgenommen, ne, mhm, als zum Beispiel jeder hier. Okay, aber das haben alle Songs früher. Ja. Ich finde, früher die Songs haben einen generell mehr mitgenommen als alles, was jetzt rauskommt. Same. Ja, dann, Bruder, dann gib doch den OGs hier Hack, Bruder. Okay, Gunna A, sind wir okay? Ja, ist okay. Ja, ja. Okay, okay, super. Wer ist das? Ice Cube? Ja. Bruder, ich mal raus. Ice Cube kann man jetzt auf C packen. Also, der hat bei mir musikalisch keine große Rolle gespielt. Ich sag D. Ich hätte auch D gesagt, weil ich ihn gar nicht. Ich hatte ein Album von ihm. Ja, gut, dann lass ihn auf D tun. Ich sag D. Aber, Bruder, ganz kurz: Legacy, das kann man ja nicht sagen, dass die raus ist. Wir haben ja gesagt, dass alles andere außerhalb der Musik raus ist. Musik Prime einfach. Verstehst du, was ich meine? Die Legacy gehört schon mit rein, Bruder. Du kannst ja das nicht ausblenden. Ja, okay, nur weil wir am was Anfang einer gesagt auch, haben. Wenn du sagst, zum Beispiel, einer hat Hits, das ist ja Teil seiner Legacy, Bruder. Auch wenn einer ein krasses Album hat, das ist Teil seiner Legacy. Ja, 100%. Ich dachte nur, wir hätten eben gesagt, es geht um die Musik, die der released hat in seiner Prime und das war's. Genau, aber es ist ja Teil seiner Legacy. Ne? Ja. Man kann einfach nur Dings, zum Beispiel, ob er jetzt eine geile Modemarke hat, ob er jetzt einen Film gemacht hat, ob er, keine Ahnung, was weiß ich, neben der Musik, zum Beispiel war er noch Che Guevara für die Black Community oder was weiß ich nicht was. Ne? Zum Beispiel Tupac. Oder das 50 Cent Power gedreht hat. Ja, oder sowas zum Beispiel. Das fließt da jetzt nicht. Ja, okay, gut. Dann ist doch ein bisschen Legacy mit drin. Da müssen wir dann jetzt hier vielleicht doch noch was umranken? Nee, nee, alles nein, wir haben danach. Ja, okay, J. Cole, was sagt ihr? Ah, ja. Wer es sagt, ist crazy. Jay-Z, ja. Jay-Z zum Beispiel finde ich hart. Würde ich dann auch auf A packen, wenn ihr jetzt einen Eminem da gepackt habt. Jay-Z auf S. Ich meine S. Ja, ne? Ja, ja, sorry. Juice WRLD. Guck mal, die Meinung des Mainstreams, die geht so weit mit beide auseinander, dass ich mich fast nicht traue, das zu sagen. Die Leute lieben so emotionale, gesungene Lieder und so. Emo-Trap. Wenn du das so nennen möchtest, kannst du das machen. Ist so. Ich höre keinen Juice WRLD. Ich höre auch keinen Juice WRLD. Wenn der mal auf einem Travis-Song dabei ist, finde ich es okay, aber ich höre ihn einfach nicht. Mir gefällt diese Musikrichtung nicht und ich will damit niemand zu nahe treten. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Aber deswegen würde ich ihm ein D geben. Aber er ist ein harter Künstler, Bruder. Hast du es mitbekommen, dass er so gar nichts schreibt und so und einfach alles freestylt? Und es gibt ja auch Videos davon. Aber ich weiß jetzt nicht, macht das den krasser? Ich würde Juice WRLD. Juice WRLD Prime, ne? Genau. Ich würde den auf jeden Fall auf B. B. Ist das auch so? Safe. Ja, okay. Kann ich mit leben. Wer ist das? Kanye West. Oh, S. S, safe. Oh, Kendrick. Bruder, Kendrick ist bei mir zwischen S und A. Er hat auch ein Album gemacht, ne? Good Kid, Mad City. Das ist so einfach. Es gibt wenig Rapper, die so ein Album haben. Ich möchte dich nicht verletzen, deswegen berücksichtigen wir so deinen Dings, aber dann gehen das untere, weil ich würde ihn auf B. Du würdest ihn auf B tun, ne? Ja, ja. Echt? Genau, auf B hätte ich ihn gesagt. B ist crazy. Oh, B neben Bryson und so. Wer ist. Also, keine Ahnung. Wer kann so eine Tour spielen wie Kendrick von diesen Leuten, die du da hast? Ja, stimmt. In Europa. Ah, ja, ist korrekt. Das kann sein. Aber ich denke jetzt gerade, wenn ich jetzt ins Auto steige, Spotify anmache, würde ich einen Gunna-Song lieber anmachen oder einen Kendrick Lamar? Bei mir wäre es immer Gunna. So. In 10 von 10 Fällen. Aber wie gesagt, das ist so andere Mucke. Du hast recht, Codec, B. B. Doch. Ja, warte, lass mich kurz überlegen. Bin ich fein mit, aber mich stört das bisschen dann, dass A$AP Ferg hier ist. Kannst ich hätte auch eigentlich auf lieber B. eins oben. Kannst du auch auf B machen, ja. Was sagst du? Oder findest du es fair, dass A$AP Ferg unter all diesen... Nein. Kannst also auf B machen. Kodak Black schon größer als Ferg. Aber Bruder, Mucke, Prime? Jetzt nur musikalisch. Okay. B, safe. Okay. Ferg B? Ja. Bist du fein? Ja. Okay, wo haut ihr Lil Baby rein? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gerade? Ich würde auch Prime B machen. Prime würde ich auch B machen. Prime B? Ja. Doch. Prime würdest du B machen? Mhm. Ich habe ihn immer weniger gehört als alle diese Leute, die hier nah sind. 100%. Also du hast ihn ja wahrscheinlich zwangsläufig genauso oft gehört wie Gunna, weil wenn du Gunna so viel gehört hast, die haben ja sehr viel zusammen gemacht. Ja, ein Song pro Album maximal. Oh, Lil Durk? C. Lil Pump kann auf Lil Pump war doch Dings hier mit Barello und so online, bei TikTok. Okay, aber scheiß mal auf das. Der hat sich da mit Dings gemacht, Bruder. Richtig runtergelöscht. Lil Pump. Aber Bruder, Gucci Gang? Ich hab Such a fucking Hoe? Ja. C, glaube ich. Sorry. C ist okay, so in die Mitte. Ja. Wobei vielleicht D? Ja. Nee. C? Ich würde sagen C. Okay. Safe. Uzi. Uzi A. Würde ich auch sagen, ja. Lil Wayne. Wobei, S.
S. Ihr Geld geht halt wieder nach den Gründervatern, ne? Nein. Lil Wayne, sein Prime ist, Bruder, krank. Ich finde seinen Flow krass, seine Delivery ist krass. Ich kann seine Stimmfarbe nicht hören und deswegen höre ich ihn gar nicht. Bruder, guck mal, weißt du, was krass ist? Wenn du Lil Wayne, wenn du Future auf S tust, ne? Und Lil Wayne auf A, das geht gar nicht. Das ist so. Ja, es geht so, es klingt so nach Disrespect, aber jetzt rein musikalisch. Würdest du sagen, Lil Wayne ist gleich gut wie Future, nur musikalisch und du blendest deren Legacy? Oder Minimum. Ja, safe, oder? Okay. Nicht mehr, aber ja. Also S. Ja, safe. Aber ich würde Future auf keinen Fall runterworten. Ich auch nicht. Lil Yachty, Bruder. Boah, der hat schon einen Slapper und. Aber sehr over. Da muss ich dieses Mal mit der Legacy kommen. Ah, da bist du ja! Da ist ja die Legacy! Der hat krasse Hits. Wo würdest du den hin tun? Jetzt sag nicht A. Ich würde Lil Yachty. Auch nicht B. B packen. Meinst du, sein Style hat ein bisschen auch mit deiner Bewertung zu tun? Ich würde schon sagen, dass er wirklich sehr. Also würdest du ihn bei A reintun? Nein, bei B habe ich gesagt. Bei B, okay. Ich würde Lil Yachty, weil ich höre sogar Lil Yachty mehr als Dings Juice WRLD. Und ich höre Lil Yachty mehr als jeden hier drin. Lil Baby vielleicht, würde ich sagen, gleich sogar. Ich würde sagen zwischen B und C, aber sagt ihr. Aber ich weiß, dass es auch nur mein Geschmack ist. Das sieht die breite Masse nicht so. Ja, okay. Nimm wir B. Okay. B ist okay. Mhm. Ja, Migos würde ich auch auf A machen. Ja. Ja. Offset auch da, oder? Ja. Ja. Und Quavo auch. Nein. Okay, also Quavo härter als Offset. Echt? Ja. Nicht mehr. Es geht um die Primes. Deswegen überlege ich gerade, Bruder. Aber findest du Offsets Prime wirklich schlechter als die Prime von Quavo? Ja. Was war nochmal Offsets Prime so? Okay, ich sag dir, Quavo Prime ist für mich das Handschuh-Projekt. Aber wenn ich jetzt die Solo-Alben vergleiche. Das erste Quavo-Album war tot, Bruder. Wenn ich die Solo-Alben vergleiche, da ist Offset einfach weiter vorne. Offset ist mir in letzter Zeit zu wenig Melodie und einfach nur straight rumgerappe, ohne dass es halt so catchy ist für mich. Beide B. Einzeln sind die auf B, aber zusammen sind die stärker. Quavo rechts. Wo ist der? Da, ja, okay. So, okay. Aber Takeoff. Takeoff, Bruder, haben die den Bruder rein? Ja, Takeoff ist drin, da. Boah, ja, Bruder. Ich würde vielleicht pack den neben seine Cousins, komm. Ja, pack ja, den komm. Neben seine Cousins. Ja, okay, dann brauchen wir die doch nicht einzeln raten. Achso, nee, doch da. Ja, ja, doch, passt. Okay. Ja, ja. Playboi Carti. Jetzt bin ich gespannt. Es geht jetzt rein um die Musik, ne? Nicht um das, was er als Person verkauft hat. Hab keine Angst, Bruder, gehatet zu werden. Sag einfach. Nee, verwerten nicht seine Person, seine religiöse Einstellung, seine Outfits, sondern nur seine Prime-Musik. Und seine Prime-Musik ist, finde ich, Cash Carti. Und die war gut. Ja, und die ist auf B. Wo tut ihr Post Malone? A. A? Ja, safe. A. Ich hätte jetzt auf B gepackt, weil ich habe Rapper hier, die ich viel mehr gehört habe. So, hörst du ihn mehr als Lil Baby? Bruder, er hatte zwei kranke Alben. Also ja, ja. Auch meine Alben sind auch sehr, sehr stark und ich verfolge ihn eigentlich seit White Iverson. Mhm. Und deshalb, ich finde den generell krass. Überleg mal die Zeit. White Iverson Zeit war crazy. Okay. Rich the Kid. Finde ich, macht gute Musik, würde ich auf C packen. Bruder, der hat sich jetzt auch gerade wieder gerettet, ne? Ja, aber jetzt gerade ist nicht seine Prime. Seine Prime war mit Plugwalk und so. Und so Offset-Feature. Hast du so. C gesagt? Ich habe C gesagt, ja, aber ich finde es solide so. Finde ich gut. Okay, Snoop Dogg, ganz schnell. Ah. Würde ich auch sagen. Ja? Krass, hätte ich nicht gedacht, dass du das sagst. Ja, doch. Ich habe, also würde mehr sogar Snoop Dogg oben sehen, als jetzt ein Cole oder Kendrick. No Fronted. Weil es einfach nicht mein Geschmack ist, Cole oder Kendrick. Also bei Snoop müsste ich sagen, auch S. Oh, S. Ich sag euch warum, Bruder. Ihr habt keine Verbindung zu dem Album Boogie Style. So. Ja, ja. Euch fehlt einfach so ein bisschen die Ära, so, sag ich mal. Ihr habt das nicht so richtig mitbekommen und deshalb. Was sagt ihr, Chat, was sagt ihr zu Snoop? Die werden nicht S sagen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Warum kein Pop Smoke drin? A, S, A, B, A. A ist okay. Komm, Leute, es geht nicht um Snoop Dogg und seine Person, ne? Ja. 6ix9ine? 6ix9ine Prime. 6ix9ine Prime ist auf jeden Fall nicht Mitte? D. Ja, ja, C, würde ich sagen. Muss mal ehrlich sein. Musikalisch seine Prime. Ja. 6ix9ine. Ich hab den jetzt nicht so krass gehört, man hat ab und zu gehört. Oder C oder D? Vier C. Slapper hintereinander. C. C, ja. C. Ja, okay. Game. Hab ich gar nicht gehört. Das ist die Frage. Weed. Ah, ja, okay, stimmt. Und Hate It or Love. Aber ja, Hate It or Love ist auch krass. Beide Songs, 50 Songs, ne? Wisst ihr auch, ne? Ich würde A oder B packen. Eher B. Nicht A, B. B. The Weeknd. Ist mir persönlich zu melodisch, aber ich check's, wenn man das hört. Aber ich würde ihn nicht auf eine Stufe. Von meinem Geschmack her, 21 Savage und Gunna höre ich mehr als The Weeknd. Safe.
Aber ich habe seine alten Sachen krank gehört. Mhm. Ja, The Hills und so, oder generell diese Wayback-Sachen. Noch früher. Noch früher, so, die habe ich nicht gehört. Ja. Tory Lanez, Bruder, ganz schnell. Was wolltest du machen? Ich warte nur, was ihr sagt. Ich höre ihn nicht. Was wolltest du machen? Was wolltest du machen? Nichts, weil ich ihn nicht höre. Okay, ganz klar, Bruder. Travis muss dann auch A oder S. Nicht S, Bruder. Der hat schon kranke Songs. Travis Prime, Astroworld, kann sein, dass ist das Travis Prime? Beste. Travis Prime ist auf jeden Fall Astroworld. Da hat er den meisten Erfolg oder die höchste Hitrate auf einem Album. Es waren safe harte Songs auf Alben davor, aber die meiste Hitrate. Was war das Album davor? War das dieses Birds in a Trap? Bruder, finde ich geiler. Finde ich schon geiler, Bruder. Kennt ihr noch Days Before Rodeo? Ja, Bruder. Find ich finde Birds in a Trap auch krass. Da sind vielleicht der beste Song auf Birds in a Trap besser als der beste Song auf Astroworld, aber die Hitdichte und No Skippability ist auf Astroworld mehr gegeben. Aber auf S, Travis? Nein, kann ich. Lil Wayne und Travis können nicht beide auf S sein. Meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach müsste Travis auf vor S? Lil Wayne sein. No, oder gleich. Nein. Okay, warte. Ich weiß, das ist so ein New Gen Talk, aber und guck mal, versetzt euch mal in 20 Jahren. Dann werden wir halt so. Okay, hast recht. Boah, Travis, der Bruder, ich sag dir ehrlich, ne, wenn du jetzt in diese Hall of Fame Future reingelassen hast, dann muss erst recht Travis auch da reinlassen. Ja, muss echt. Und der hat Loki sogar mehr verdient. Als Future, ja. Als Future, ja. Weil wenn Drake da ist, muss Travis auch. So. Aber ohne jetzt dieses NPC-Mainstream-Gelaber, sondern der ist wirklich, der ist ein krasser Künstler. So. Ja. Okay, ey, ganz kurz. Lass mal direkt hier Tiger machen. Tiger Prime war crazy. Tiger Prime, ne? Oder siehst du es anders? Bruder. Warte. Bruder, da ist Lil Uzi. Rack City und so. Da ist Lil Uzi, Bruder. Ja, Lil Uzi hätte ich vielleicht auch auf B getan, um ehrlich zu sein. Können wir machen. Bin ich fein mit. Ja, können wir machen. Weil ich einfach da auch die Migos drin habe. Ich sehe ihn jetzt nicht. Aber Tiger A, Prime. Die Migos sind ja hier bei A. Mhm. Und da sehe ich Tiger auch. Ja. Tiger gehört okay, nicht in S, da. Aber in B wäre Disrespect seiner Prime gegenüber. Ja, lass ihn da. Wiz Khalifa würde ich auf jeden Fall. Prime war auch Prime, crazy. B, Minimum. Auf jeden Fall B machen. Ja, Minimum. Würde ich auch machen. X, habe ich nicht gehört. Echt? Oder jedes Album ist X ist, finde ich, für mich selbe Stufe wie Juice WRLD. Nein. Er war krank, bevor er gestorben ist. Gebe ich dir. Aber es ist zu hart. Aber der kommt für mich. Ich würde den dann in B packen. Ja, oder? Ich würde den sogar auf A packen, Alter. Aber du sagst auch ihr B? Sagt B, dann ja, B. Ja, ist Mehrheit. Young Thug. A. Safe. Ich überlege nur gerade, ob es nicht fair wäre, wenn Future. Ja, wobei musikalisch höre ich mehr Future und Drake als jetzt. Ja, das ist fair. Okay. Okay, das ist die finale Liste. Und es geht nur um Musik in deren Prime. Es geht nicht um den Künstler an sich, um deren Outfit, Legacy. Um deren Legacy, deren gute Musikvideos, sonst was. Es geht nur, wie uns persönlich die Musik gefallen hat in deren Prime.